Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir in der Bossprüfung. Wir haben im letzten Part schon 4 Bosse geklatscht. Darunter auch Neon Phantom Ganon. Alter, das war... Ja, der war ein bisschen eklig, tatsächlich. Der hat uns auch gut Schaden gemacht. Wir haben Glück, dass wir hier auf Easy drin sind. Und als Strafe nur die Rolle, keine Rolle haben. Das heißt, wir können relativ weit kommen. Ich habe mir jetzt auch nochmal eine Red Potion gekauft. Und jetzt kommt Volvagia als Gegner. Theoretisch. Neo-Volvagia. Ich bin gespannt. Scheiße, was ist das denn? Was ist das denn? Kann ich da drauf laufen? What the heck? Das sieht super strange aus. Kann man darauf laufen? Okay, ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt. Man kann, glaube ich, auch schlecht einschätzen, wo der rauskommt. Ist das ein Neo-Volvagia? Ist das jetzt Wasser, ein Eisdrache? Bitte nicht. Bitte lass kein Eisdrachen sein. Gar keinen Bock. Okay, wir müssen als erstes, glaube ich, erstmal austesten, ob wir darauf laufen können. Oder ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, wo der rauskommen kann, ne? Das ist auch ein bisschen schwerer einzuschätzen, glaube ich. Und man bekommt auch nach einer Weile Schaden. Natürlich. Okay. Jetzt mal raus aus der Lava. Und ich glaube, ich halte mal kurz die Zeit an. Und baller dem mal ein paar Pfeile ins Gesicht. Einfach mal just for fun, um zu gucken, was passiert. Jo, das geht. Gleich nochmal. Einer geht noch, oder? Das war doch nicht schlecht. Okay, cool. Nehmen wir erstmal den Hammer wieder rein. Okay. Das war's. Hey, da war sowas von easy. Vielleicht hatte ich aber auch Glück, dass ich den so geil mit den Pfeilen getroffen habe. Ich meine, ich habe den ja jetzt... Ja, 4-mal mit Pfeilen getroffen, ne? Okay, der war echt easy. Neo-Volvagia. Easy Boss. Als nächstes kommen Tentakel. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Was war das denn für ein Geräusch? Boah, nee. Dieser blöde Tentakel kommt als nächstes. Ja, lohnt sich da die Zeit anzuhalten? Ich glaube nicht. Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall den Boomerang. Ansonsten... Das Ding, glaube ich, nehme ich mal mit. Und dann schauen wir mal rein. Kommt jetzt halt auf die Umstände an, ne? Wie ist es? Was? Wo? Wann? Keine Ahnung. Erstmal einen Schluck Kaffee. So. Wassertempel. Okay, warum sind da Hookshots an der Wand? Das sieht mega strange aus. Natürlich, ich springe erstmal in dieses vergiftete Wasser rein. Ich glaube, ich mache mal so. Ich hoffe, dass ich da leichter rüberkomme. Neo Aquamöbis Tentakelvieh? Maybe? Bin gespannt. Und was kann der? Was kann der? Boah, was all das noch für Bosse kommen, ne? Twin Rover. Boah, Ganondorf kommt. Giant Aquatic Amoeba Neo Morpha. Okay, Morpha heißt das Ding. Stimmt. Bin gespannt, was jetzt passiert. Okay, wir starten, glaube ich, direkt mit 2 Dingern. Oder mehreren auf jeden Fall. Oh Gott. Was?
Was? Was passiert hier? Komme ich hier wieder raus? Alter. Warum? Was passiert denn hier? Okay, das ist alles super strange. Oh, jetzt macht er noch Elektroschaden. Okay. Okay, oh, wow, 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 das war knapp. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaube, der kann nicht mehr so viel aushalten. Na gut, das weiß man nicht. Okay, oh Gott. Oh Gott, nein. Ich renne, glaube ich, einfach nur eine Runde, bis das Wasser weg ist. Alter, ist das nervig. Okay, wo ist er aktuell? Da. Jetzt macht er wieder Donnerschaden, aber mein Mana ist jetzt voll. Vielleicht sollte ich mal den hier machen. Oder? Nairus Lauf einfach mal reinhauen? Ich glaube ja. Ich mach mal. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Was macht der denn da hinten? Na, was machst du da? Das ist überhaupt nicht deine Baustelle hier. Das weiß der wahrscheinlich selber nicht, was er da macht. Okay, warte. Ja, das war sinnlos, glaube ich, das einzusetzen. Verdammt, ey. Mann, das ist voll der nervige Boss. Das ist super eklig, ey. Ist aber auch, glaube ich, somit mein Hassboss. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich meine Magie verwenden, bevor der Wasserstand steigt. Ich glaube, das ist dann ein bisschen besser. Bis jetzt der ekligste Boss. Hundertprozentig. Komm schon. Okay, das gibt's doch nicht. Jetzt war ich wieder zu spät dran für... Jetzt hittet er mich wieder. Aber ich kann auch nichts machen. Blocken ist auch scheiße. Wahnsinn. Das ist ja, wow, ekelhaft, der Boss. Okay, warte, jetzt hab ich ihn. Nein, komm her. Shit. Okay, warte, der chillt gerade hier hinten. Das heißt, hier kann ich ihn mir jetzt holen. Wie hält der aus? Junge! Braucht bald meinen Trank, ne? Kommt er bestimmt gleich wieder angerollt? Ja. Also Leute, das ist ja der ekelhafteste Boss und er hält so viel aus. Ich mache hier aber auch irgendwas falsch. Mann! Problem hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. In Gold Quest.
Ich weiß nicht, wie soll man den denn machen? Der macht Elektroschaden? Ja, der macht einerseits Elektroschaden, wenn ich ihn mit dem Schwert hitte. Kann ich da vielleicht, keine Ahnung, die Zeit anhalten und den... Ich hier mal kurz die Zeit anhalte und da mal... Geht das? Ne, es macht keinen Schaden. Nein! Junge, geh weg! Oh, macht der Schaden. Der macht bestimmt Schaden. Und das auf leicht, ne? Ich glaube, wenn der mich in schwer packt oder so, dann bin ich direkt tot. Ich glaube schon. Okay. Mann, scheiße. Okay, wir haben ihn. Oh, boah, nee. Das war scheiße. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das besser machen kann. Ganz ehrlich, das ist sowieso so ein Boss, den mag ich gar nicht. Im normalen Modus geht er eigentlich relativ zügig, wenn du den mal ordentlich... hittest, aber hier ist der ja mal sowas von eklig. Oh Mann. Guck mal, wie wir auf die Nase bekommen haben, ey. Also ich hau jetzt auf jeden Fall instantly erstmal meinen Trank rein. Aber wir haben eine neue Etage erreicht. Es wäre auch cool, wenn wir vielleicht noch Bongo Bongo und Twin Rover klatschen würden. Dass wir da auf jeden Fall auch schon mal von den Etagen wieder weiter sind. Und möglichst viele Sachen vielleicht freispielen, wenn möglich. Ich weiß ja nicht, ob man da noch was freispielt. Okay, wir haben wieder einen Goron. Komm, du hast doch irgendwas Nices für uns, oder? Mana wäre jetzt scheiße. Eine Suppe. Ja komm, den nehmen wir mit. You got soup. Recover your life energy. Aber steht nicht da wie viel. Ah, okay. 8 Herzen. Ja, theoretisch kann ich gleich mal einen Schluck nehmen. Ja. So ist doch schön. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch. Ja, entweder kommt Twin Rover. Aber das muss ja anders sein. Ah, da brauche ich Magieattacken. Ah, dann muss ich mir das Schild kaufen. Also theoretisch brauche ich jetzt, ja, ein Magieschild. Heißt, ich bin raus. Scheiße. Warum habe ich mir die Suppe gekauft? Das war dumm. Das war sehr dumm von mir. Ja, ich brauche ein Mystikschild. Ja. Aber jetzt können wir es... Okay. Jetzt können wir vielleicht... möglicherweise... für einen guten Preis den mystischen Schild kaufen. Ne, das ist doch... Mystikschild. Ich habe den Mystikschild noch nicht, ne? Achso, ich habe den Mystikschild. Ach, damit kann ich Magieattacken abwehren. Oh, dann hätte ich ja noch weitermachen können. Ich trottel. Sorry, Leute. Extra, extra. Wenn dir irgendwann langweilig ist... Die kleine Ellie rennt jetzt irgendwo im Flur rum. Die ist voll mit Energie. Okay, keine Ahnung. Aber die ist auf jeden Fall gut motiviert. Die rennt hier irgendwo rum. Wenn mir langweilig ist. Gucken wir mal kurz. Wo die rumrennt. Hier im Flur?
Hallo? Oh, hier rennt keiner rum. Ja, das war blöd von mir. Ich hätte, ja, ich dachte, ich muss den anderen Schild kaufen. Das war dumm von mir. Hätte ich ja nochmal reingehen können. Bullshit. Lief eigentlich echt gut und das auf leicht, ne? Blöd von mir. Ach, da ist er doch, die kleine Ellie. Halt, stopp! Ich will reden. Hallo? Okay, bleibt bestimmt jetzt alle paar Minuten mal hier stehen kurz, oder? Nicht? Hallo? Jetzt. Even though I haven't seen any males, you can still hear the birds chirping from the forest. Okay, ich habe hier noch keine Tiere gesehen, aber man kann die Vögel vom Balkon hören. Es ist eine Erinnerung von der Welt außerhalb der Mauern. Wahnsinn, das war jetzt alles. Okay. Ja, das war dumm von mir. Leute, das war dumm von mir. Gerade nochmal meinen Spielstand schnell geladen und hab Morpher nochmal gemacht. Ja, war ähnlich scheiße, lief minimal besser. Ich habe 2-3 Herzen oder so gespart. Oder 4. Und ja, ich habe das jetzt nur gemacht, weil das ein bisschen blöd war, irgendwie, dass ich rausgegangen bin, weil ich hätte eigentlich nicht rausgehen müssen, weil ich das Mystik-Schild ja habe. Ich dachte jetzt, ich brauche Hedge-Schild, das da noch für 10.000 Euro, genau, 10.000 Rubine drin ist. Und deswegen bin ich wieder rausgegangen und dachte, ah ja, das triggert jetzt bestimmt. War aber nicht so. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach gesagt, komm, ich lade nochmal den Spielstand schnell, mache nochmal Morpher. Jetzt ist hier auch ein anderer in der Mitte. Mal sehen, was der uns jetzt verkaufen will. Ah, jetzt kann ich 30 Dekonuts tragen. Nehmen wir mit. Das ist wirklich sehr wichtig. Geil. Und aufgefüllt sind sie auch gleich. Für 75 Rubine. Mega. So, ja schön. Da haben wir zwar jetzt die Suppe nicht, aber wir haben ein paar Herzchen gespart. Ich denke, kommt etwa aufs Gleiche hinaus. So, bisschen Geld haben wir auch. Und Mystik-Schild haben wir auch. Deswegen, ich denke auch, wir werden wahrscheinlich jetzt gegen Twin Rover kämpfen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da am besten nehme. Also, den Hookshot lasse ich auf jeden Fall drin. Eigentlich brauchst du viel mehr nicht, ne? Zeit ein bisschen verlangsamen ist vielleicht noch ganz nice. Ja, wir lassen es mal so. Und gucken mal, wie es weitergeht. So, Mystik-Schild. Wusste gar nicht, dass man den erst so spät braucht. Also ich finde, das ist ein Item, das sollte man sich relativ zügig kaufen, oder? Was meint ihr? Gerade weil das immer schnell verschwindet. Aber das? Das ist doch jetzt Schattentempel, oder? Würde ich eher auf Auge der Wahrheit gehen? Und darauf? Schauen wir mal. Das ist Schattentempel, ja. Okay. Ich hätte gedacht, wir brauchen jetzt direkt Mystic Shield. Okay. Neo Bongo. Ich glaube, da ist Zeitanhalten mega geil, oder? Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Weil einfach Zeitanhalten, die zwei Dinger dann. Okay, ich brauche kein Auge der Wahrheit, oder wie? Oder macht er sich? Doch, der macht sich unsichtbar. Okay. Ja, guck mal, wenn ich jetzt einfach den mach. Zack. Zack. Keine Ahnung, und dann mache ich auch gleich den. Okay, warte mal, ich zieh mal die Boots an hier.
jetzt ist echt scheiße, dass ich keinen Mana habe. Aber gut, wir kriegen ja Mana. Wann soll ich den bitte treffen? Jetzt hat er mal seine Augen offen. Verdammt, ey. Ist das Zufall oder was? Wann er seine Augen aufmacht? Fuck. Oh Gott. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das ein bisschen was mit Zufall zu tun hat. Bisschen Glück und ein bisschen... Aber... Oh. Oh, jetzt. Sag mal! Link! Du musst doch mal treffen! Nein! Jetzt bin ich tot! Puh. Alter! Okay, wir sind noch nicht bereit für den Boss-Rush. Bin ich ganz ehrlich. Die kleine Ellie. Okay. Leute, ich rede nochmal mit der Ellie schnell. Aber ich glaube, wir sind noch nicht bereit dafür. Ich glaube, wir brauchen wirklich mehr Flaschen. Bessere Vorbereitung. Dann können wir da durchrushen. Ja. Ich denke mal, das wird's sein. Scheiße, ey. Ja, okay. Heißt, Geldfarm, Flaschenfarm. Okay, dann red halt nicht mit mir. Ganz ehrlich, dann lass es. Leute, ah, scheiße. Ich hätte gedacht, wir schaffen den. Ich hätte gedacht, wir kommen noch zwei weiter. Gerade auf Schwierigkeitsstufe leicht hätte ich das gedacht, aber holy moly. Auf Schwierigkeitsstufe leicht ist das auch sackgangsschwer. Shit, ey. Wow. Okay. Was ist der Plan? Wir sollten auf jeden Fall unsere Herzen noch verbessern. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Herzen. Flaschen brauchen wir. Das Schwert-Upgrade brauchen wir. Ja, das alles brauchen wir. Vorher brauchen wir nicht in diesen Boss-Rush reingehen. Ganz ehrlich. Vorher musst du das nicht machen. Vielleicht ein paar Tipps kann ich mir nochmal durchlesen. Vielleicht gibt es da irgendwas für Bosse. Aber ansonsten, wir müssen farmen. So sieht's aus. Das heißt, im nächsten Part geht's wieder rein in Prüfung des Erwachsenen. Geldfarmen und Flasche, ne? Dann Schwert-Upgrade kaufen. Herzen kaufen. Das ist der Plan. Gut, Leute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ihr merkt, es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen hier noch einiges tun, damit es wirklich zu Ende geht. Und dann kommen ja auch immer noch ein paar krasse Bossfights und so, ne? Das kommt ja auch alles noch dazu. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Im nächsten Part geht's wieder rein in die Prüfung des Erwachsenen auf Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.